Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Besucher, wer selber mal erleben musste, wie ein tödlicher Unfall aus einer Schusswaffe tragischerweise vonstatten geht, der kriegt ein sehr feines Gespür für die Abwägung zwischen Freiheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einmal Danke sagen für die vielen Beteiligten an diesem Verfahren. Und ich beziehe ausdrücklich auch mal die Verbände ein, auch die Sicherheitsbehörden, die Polizeivertreter, die dieses Verfahren jetzt eben so betrieben haben, sehr faktenorientiert und eben nicht marktschreierisch und sehr abwägend. Und ich halte es für sehr, sehr klug, das so zu tun. Wir haben viele Gesprächsrunden gehabt. Ich habe in keiner Berichterstattung bisher so viele Abstimmungsgespräche, Berichterstattergespräche gesehen, sodass alle Probleme, Sorgen, Nöte, die formuliert worden sind, auch eingehend beraten worden sind. Vielleicht nicht immer mit dem Ergebnis, wie man es sich gewünscht hätte, aber im Großen und Ganzen gut. Und ich glaube, dass die Verbände auch sehr konstruktiv gezeigt haben, dass sie bereit sind, mitzuwirken bei der Frage zum Beispiel Begrenzung der Waffen auf die gelbe WBK. Ich weiß, dass es heillos umstritten ist. Ich weiß aber auch, dass Tageszeitungen heute aufgemacht haben, dass 7 Reichsbürger im Münsterland entwaffnet worden sind, in Anführungsstrichen, und dass es in der Bevölkerung durchaus auch die Sorge gibt. Und auch das muss man ernst nehmen. Ich glaube, die Beteiligten, auch die Verbände, haben in diesem Verfahren Vertrauen gewonnen, und das ist gut. Vertrauen verspielt haben wir sicherlich auch in Teilen mit dem ersten Aufschlag dieses Entwurfes. Insbesondere die Bedürfnisprüfung hat viele, auch mich, erst mal etwas geschockt. Und umso froher bin ich jetzt, dass wir am Ende des Verfahrens hier und heute sagen können, dass wir beim Bedürfnis eine richtig gute, tolle Lösung erarbeitet haben, mit dem alle Beteiligten richtig gut leben können. Sicherheit auf der einen Seite, aber eben auch den Skisport und die Skisportbeteiligten, die Verbände sind Ehrenamtler, die hohes Maß an Verantwortung zeigen, und sie haben es verdient, dass sie vernünftig behandelt werden. Eine Frage natürlich, da ist der Dissens da, das ist überhaupt kein Thema, die Magazinfrage, da hätte auch ich persönlich, das ist klar, mir vielleicht eine andere Lösung gewünscht. Nichtsdestotrotz bin ich Demokrat genug, dann eben das Ergebnis dann auch zu akzeptieren. Aber wichtig ist mir noch mal dokumentieren zu können, dass wir eine Ausnahme ausdrücklich ins Protokoll des Innenausschusses aufgenommen haben, wo es nämlich heißt, dass das BMI auf das BKA einwirkt, dass entsprechende Ausnahmegenehmigungen erteilt werden sollen für Schützen, die diese Magazine für ihre Wettbewerbe brauchen. Wir haben die Frage der Dual-Use-Magazine, die für Kurz- und für Langwaffen gleichermaßen gelten, im Sinne der Anwender geklärt. Wir haben die Frage des kleinsten bestimmungsgemäßen Kalibers bei der Anmeldung Gott sei Dank jetzt so geklärt, dass wir auf Herstellerangaben zurückgreifen können und nicht eine Raterunde für die Besitzer mit entsprechender rechtlicher Grauzone eröffnen. Wir haben die Frage der Schalldämpfer für die Jäger gelöst in diesem Frage, die jetzt bundeseinheitlich gelöst wird. Wir haben nach 10 Jahren es geschafft, die Frage der Schießstandssachverständigen endlich zu lösen. Wir haben bei der Pflicht zum persönlichen Erscheinen, die jetzt schon die Behörde nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz anordnen konnte, entsprechende, Regelungen einziehen können, dass es eben nicht willkürlich passiert, dass ein Sachbearbeiter einer Waffenbehörde jeden dorthin zitiert, sondern dass es in Ausnahmefällen, in begründeten Ausnahmefällen der Fall ist und eben auch zur Aufklärung des Sachverhaltes erforderlich ist. Auch das ist wichtig. Wir haben bei den Meldungen zum Nationalen Waffenregister Erleichterungen für die Büchsenmacher und Händler erreicht, die im Geschäftsbetrieb oftmals überfordert waren mit einer unverzüglichen Meldung. Jetzt haben sie entsprechende Zeit, das zu tun, was auch sicherlich den Daten im Nationalen Register Genüge tut. Und wir waren in diesem Verfahren konfrontiert mit Forderungen der Länder. Der Bundesrat hat 16:0 entsprechende Forderungen an uns herangetragen. Das ist die in Teilen auch umstrittene Verfassungsschutzabfrage. Ich möchte hier ausdrücklich mal betonen, wir schließen damit eine Lücke, die bis dato bestand. Bis dato war es nach Antragstellung so, dass irgendwann später der Verfassungsschutz mal die Waffenbesitzerdateien überprüft und geguckt hat, ob Extremisten dabei sind. Wir gehen jetzt einen Schritt nach vorne. Mit Antragstellung wird die Waffenbehörde beim Verfassungsschutz anfragen. Es sind Datenschutzbedenken ernst genommen worden. Ich kann alle beruhigen, es handelt sich um 450.000 Anfragen im Jahr. Es wird keine detaillierten Einzelprüfungen geben, sondern eine automatisierte Prüfung. Und wir haben hier Rechtssicherheit geschaffen. Bei der Frage der Waffenverbotszonen war mir insbesondere wichtig, dass es keine überzogenen Beschwernisse für legale Waffenbesitzer, für Messerhändler, für Scherenschleifer und so weiter gibt. Und wir haben, das war mir wichtig, Ausnahmen reinverhandelt, die auch bindend sind für die Bundesländer. Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis, die Jäger, die Sportschützen können auch weiterhin, weil sie auf Zuverlässigkeit überprüft sind, in diese Zonen gehen, müssen sich keine Gedanken machen, genauso wie der Messerverkäufer oder der Scherenschleifer. Und das ist mir auch wichtig. Deswegen glaube ich, wir haben in diesem Verfahren, und 100% gibt es ja nie, das wissen wir alles, wir haben in diesem Verfahren verdammt viel erreicht.
Wir haben aber auch, und das ist ganz klar, an Teilen jetzt die Aufgabe zu gucken, wie es im Vollzug klappt. Und das werden wir auch tun. Und gegebenenfalls werden wir irgendwann noch mal evaluieren müssen, weil wir natürlich auch sehen, dass sich Dinge verschieben, sprich wir auch ins Netz gucken müssen und vielleicht nicht immer nur auf die analoge Welt. Aber wichtig ist mir, Sicherheit groß zu schreiben. Und da habe ich persönlich, auch das ist bekannt, an einer Stelle Schwierigkeiten gehabt in diesem Verfahren. Das war die Freigabe im jagdlichen Bereich für die Nachtzieltechnik. Ich glaube A, dass es jagdlich nichts bringt. Ich glaube B, dass die Warnungen der Haftpflichtversicherer im jagdlichen Bereich und auch der DEFA als Fachorganisation ernst zu nehmen sind. Und deswegen ist es gut, dass wir natürlich darauf hingewiesen haben, auch im Protokoll des Innenausschusses, dass diese Technik einfach an Bedingungen geknüpft werden muss, dass sie nicht einfach für jedermann frei zugänglich ist, unabhängig von Qualität und Ortskenntnis des jeweiligen Schützes. Es ist aber für mich ein Wertungswiderspruch, der unauflösbar ist mit der Frage der Magazine. Bei den Magazinen sagt die Polizei, Sicherheitsbedenken haben wir nicht wirklich. Bei der Frage der Nachtzieltechnik haben wir Sicherheitsbedenken vielleicht auch ein bisschen an die Seite geschoben. Ich verweise auf die hohe Verantwortung der Länder. Meine persönlichen Erlebnisse, ich habe es eingangs geschildert, prägen meine Sicht auf dieses Gesetz. Das ist hoffentlich deutlich geworden. Wir haben viel Gutes erreicht. Es gibt aber auch Punkte, wo noch vielleicht noch mal Beobachtung gut tut. Meine Fraktion jedenfalls wird diesem Gesetz zustimmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete.